Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wieder Hans-Peter Wimmer und Andreas Kott. Und wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge mit dem Thema Gespräch im Wandel. Es sind Dinge, die wir in der letzten Zeit angesprochen haben, über die man nicht spricht. Über welche Dinge sprechen Sie denn nicht? Darüber haben wir das letzte Mal kurz gesprochen und sind am Ende dieser kleinen Aufnahme auf ein Thema gestoßen, das da heißt Zuhören. Und wir sind beide der Meinung, dass genau das auch ein Thema ist, über das man nicht spricht. Weil die meisten Menschen vielleicht Sie ab und zu auch mal nicht richtig zuhören. Haben Sie sich denn beispielsweise schon mal dabei erwischt, einen Satz des Gegenüber zu beenden oder beenden zu wollen? Dann haben Sie nicht richtig zugehört. Wenn Sie beispielsweise sich überlegen, dass Sie als Zuhörer mehr in der beachtenden Position sind, denjenigen, mit dem Sie sprechen, verstehen sollen, um auch entsprechend wertschätzend und beziehungsfördernd Antworten zu haben für ihn oder für sie, ist es sicherlich eine sehr gute Basis eines guten Gesprächs. Aber wie sehen Sie denn das Ganze, Herr Wimmer? Sie haben ja unglaublich viel Erfahrung mit Ihren vielen Coachings, die Sie gemacht haben, mit den Schulungen, mit den Ausbildungen, wodurch viele Menschen von Ihnen profitiert haben. Wie sehen Sie denn das Ganze? Also ich verstehe Zuhören nicht als eine Technik, sondern als eine Haltung. Das bedeutet, wenn ich mit einem Gegenüber kommuniziere, und es geht jetzt nicht darum, wie das Wetter morgen wird, sondern es geht um, nehmen wir mal auch an, ein Business-Thema. Ich möchte erfolgreich sein und mein Gegenüber will auch erfolgreich sein. Und dazu müssen wir jetzt erstmal kommunizieren, weil wir ja noch gar keine gemeinsamen Wirklichkeiten haben, die müssen wir erstmal finden. Ich muss, damit ich wirklich zuhören kann, und jetzt bin ich bei der Haltung, mich von meinem Ego befreien. Mein Ego, das immer so im Hintergrund die Botschaft sendet, du musst aber jetzt auch dein Produkt oder dein Gedanken, der soll ja nun möglichst auch vom anderen angenommen werden. Diese Stimme muss ich ausschalten und sagen, nee, darum geht es erstmal überhaupt nicht. Es geht darum, erst einmal einander zu verstehen, ob wir eine gleiche Sichtweise haben zu dem Thema, ob wir eine gleiche Bedeutung geben, ob wir eine gemeinsame Plattform haben, auf der ein gemeinsamer Erfolg möglich ist, etc. Dazu muss ich mich völlig frei machen von irgendwelchen Verkaufsabsichten. Muss voll beim anderen sein, loslassen, zuhören, so lange hinterfragen bzw. paraphrasieren, bis wir Einigkeit darüber haben, ja, jetzt wissen wir doch ziemlich genau, worüber wir jetzt wirklich sprechen, was am Anfang erstmal noch eher nebulös ist. Und erst dann, wenn das klar ist und wenn die Bedürfnisse klar sind, meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse des anderen, dann, und das nennt man dann im NLP, eben auch erst einmal das Pacing. Ja. Und dann kann ich als Initiator des Gesprächs anfangen, über Fragen nochmal in die Tiefe zu gehen und die Bedürfnisse des anderen konkret zu erfragen. Und das tue ich auch so lange, bis die Bedürfnisse tatsächlich klar sind. So lange muss ich das aushalten, diese defensive Haltung im Gespräch und mich nicht mit meinen Argumenten dann einklinken. Da mache ich alles kaputt. Also ich muss bis zum Schluss das aushalten und auch bereit sein, sollte es so sein, dass ich die Bedürfnisse des anderen gar nicht abdecken kann, weil die doch anders sind, als ich es vorher vermutet hatte, zu sagen, okay, vielen Dank für das anregende Gespräch. Auch wenn wir jetzt festgestellt haben, dass wir kein Geschäft miteinander machen können, weil ich Ihre Bedürfnisse nicht wirklich bedienen kann, habe ich doch sehr viel von Ihnen gelernt und erfahren. Und dann mit diesem Gefühl, mit diesem Gedanken
muss ich mich okay fühlen und nicht als Loser. Ja, Ich muss also vor jedem Gespräch bereit sein, auch loszulassen. Und wenn ich das mache, das ist so die innere Haltung, dann kann ich zuhören. Aber nur dann. Also es geht auch um eine Entspannung quasi, um entspannt ins Gespräch zu gehen, um Gemeinsamkeiten herauszufinden, die unterschiedlichen Landkarten, die wir im Kopf haben, abzugleichen, um dann zu sehen, auf welchem Gebiet können wir uns denn treffen, damit wir das Gespräch auf Augenhöhe führen können. Ich also habe aufmerksame Gelassenheit ist ja auch so ein Schlagwort, ne? Ja, genau. Was da dazu passt. Ja. Mir fiel da vorhin was ein, als Sie gesagt haben, ja, dieses Ego, das steht einem oft im Weg. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Und deshalb sollte man sich einfach auch mal die Frage stellen, wem höre ich denn wie zu? Es gibt ja unterschiedliche Gruppen, mit denen ich kommuniziere. Beispielsweise im Privaten mit meinen Eltern, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, mit meinen Kindern und im Beruflichen mit Kollegen, Mitarbeitern, mit Chefs, mit Chefinnen. Da entstehen ja auch Unterschiede. Wenn man sich darüber mal im Klaren ist, welche Unterschiede da bestehen und warum die bestehen, dann kriegt man, so meine ich, also ich habe das jedenfalls so erfahren, Antworten auf die Frage, warum kann ich mit manchen Menschen nicht auf Augenhöhe kommunizieren? Wie sehen Sie denn das? Naja, um die Frage zu beantworten, warum habe ich jetzt Schwierigkeiten mit gewissen Persönlichkeiten, mit gewissen Verhaltensweisen, dann müsste ich, um dennoch mit dieser Person kommunizieren zu können, mich fragen, was genau stört mich an dem Verhalten der Person oder der Mimik, Gestik? Weshalb kann ich diese Wahrnehmung nicht neutral annehmen? Weshalb entstehen da Emotionen? Und dann muss ich mich fragen, was hat das mit mir zu tun? Das hat mit der anderen Person erstmal nämlich gar nichts zu tun, sondern nur mit mir. Das heißt, die Person spiegelt mir etwas, was mir an mir selber, wenn ich es denn so hätte wie der andere, ja, unangenehm wäre. Oder was ich verurteile, was ich ablehne. Und wenn ich dann in den Spiegel schaue beim anderen und in die Emotion komme, das heißt, dann schiebe ich ihn ja weg. Das heißt, komme ja nicht zu nahe. Weil umso näher du mir kommst, umso bedrohlicher wird es für mich. So, wenn mir das aber klar ist, dass es eigentlich mein Problem ist, was jetzt mich hindert, in eine gute Kommunikation einzutreten, und ich entdecke dann an mir die eigentlichen Themen, dann kann ich es loslassen. Kann sagen, okay, spannend, interessant, jetzt habe ich was gelernt. Also so wie der sich da jetzt vielleicht in der Nase bohrt, mache ich das vielleicht auch, ja, wenn mich keiner beobachtet. Aber eigentlich regt mich das wahnsinnig auf. Ja? Das tut man einfach nicht. Ne? Und ich mache es dann vielleicht auch genauso selber. Also wenn ich mich selbst erkenne im Spiegel, ja, kann ich mich befreien von meinen Abwehrhaltungen und kann offen sein für die andere Person. Sie wollen damit sagen, dass wir quasi gespiegelt bekommen, Eigenschaften gespiegelt bekommen können von unserem Gegenüber, die wir bei uns selbst eventuell sogar ablehnen und daraus lernen können, wenn wir so eine Eigenschaft sehen, erkennen bei einem anderen, dass wenn wir uns selbst hinterfragen, diese Eigenschaft ändern, optimieren vielleicht können, damit wir mit uns selbst und mit anderen dann wieder zufriedener sind. Ja, wenn uns klar ist, dass alles, was uns bei einer anderen Person emotional negativ berührt, dass das mit der Person nichts zu tun hat, denn das ist das Produkt meiner Bewertung und ich bewerte es ja nur deshalb, weil mich das Verhalten bedroht. Ja, es bedroht mich, weil es mir etwas spiegelt, was ich entweder selber habe oder glaube, dass ich da gefährdet bin. Also muss ich auf Abstand gehen. Denn umso näher mir die Person kommt, umso gefährlicher wird es. Wenn mir das klar ist, weil es gibt keinen anderen Grund. Man gibt extreme Situationen natürlich. Ich könnte mich auch beim Putin fragen, was habe ich von Putin, ja?
als Mensch habe ich genau das Potenzial, was der hat, habe ich auch. Ja. Der Unterschied ist nur, dass ich es halt nicht auslebe, das kontrollieren kann. Ne? Aber ansonsten habe ich genauso das Potenzial. Das ist richtig. Ich denke mal, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie mit ihrem Chef oder mit ihrer Chefin sprechen, genau denselben Gedanken haben. Und dann ist es die Hierarchie oder die entsprechende Situation, in der man sich jeweils befindet, die darüber bestimmt, in welcher Art und Weise ich mich da zurückhalten oder auch nicht zurückhalten darf. Genau das ist, denke ich mal, ein Thema, was wir in einem nächsten Gespräch ansprechen sollten. Denn ich habe so das Gefühl, dass der eine oder andere oder die eine oder andere darüber auch noch mehr wissen wollte. Kann man gerne machen, ja. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir uns im nächsten Gespräch genau über dieses Thema mal hermachen, wollte ich gerade sagen. Ja, wir werden es besprechen und wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bis dahin eine sehr gute Zeit. Erleben Sie ein schönes Wochenende oder eine gute Woche, je nachdem, wann Sie dieses Video bzw. diesen Podcast hier hören. Und bleiben Sie uns gewogen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gespräch im Wandel in Verbindung mit Dingen, über die man nicht spricht. Also bis bald. Ihr Andreas Kott und Max Peter Wimmer. Bis bald. Bis bald.